Am 31. März, Leute, ist schon mein neuer YouTube-Kanal Zocker Let's Play gestartet. Also, guckt mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Kanal, falls ihr einen Link braucht. Ansonsten einfach in die Suche eingeben, Zocker Let's Play, wisst ihr Bescheid. Da gibt es ab sofort jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Bis Ende des Jahres. Bis Silvester 2023. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag eine geile Let's Play-Folge. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig. Immer im Wechsel die Folgen, heute das, morgen das andere, morgen übermorgen wieder das und so weiter, immer im Wechsel. Alles natürlich, ihr kennt mich, in bester Qualität, ja. Alles nur in 4K, verlustfrei, bla bla bla, bisschen geht nicht mehr, beste Qualität, beste Leben. Also Leute, lasst ein Abo da und Popcorn nicht vergessen, Junge, Popcorn nicht vergessen, wichtig. Oder was geht, willkommen zu einem neuen SEKU2-Video hier. Gestern waren wir wieder im Discord unterwegs, haben ein bisschen gezockt. Da waren auch voll viele Leute da gestern, nice. Gerade sind auch wieder voll viele hier, ne? Oder? Warte mal. Guck dir das an, Junge, da geht die Luzi ab in dem Laden. Beste Leben, ich gehe da gleich auch wieder rein. Aber ich wollte ja noch erstmal das Video aufnehmen. Also auf jeden Fall gestern, wie gesagt, waren wir im Discord, richtig nice, alles geil. Aber ein Boy hatte ein Problem, ja? Und ich habe heute die Lösung für euch. Weil wahrscheinlich viele haben diese Probleme. Warum reden wir jetzt so bescheuert? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Okay. Weil er hat gesagt, Bruder, ich mach die Taktik genauso, wie du gesagt hast, aber ich kann einfach nicht so hoch springen. Das Ding ist so langsam, weil er hatte noch keine guten Teile, ne? Er hatte, glaube ich, noch nicht mal die höchste Stufe. Die höchste Stufe bei Monster Truck ist ja 140. Also du brauchst schon mal auf jeden Fall die höchste Stufe, ist klar, weil sonst bist du langsam. Noch besser ist es wirklich, wenn du alles Goldteile hast. Entweder ein Nitro-Mischer-Set oder zum Grinden natürlich dann ein Ruhm-Magnet-Set. Weil Ruhmmagnet kriegst du nochmal doppelte Follower, macht also schon Sinn. And now we have a problem, ja. Wer hat denn bitte Bock, vor allem jetzt noch, diese komischen Monster Truck Rennen zu grinden, stundenlang zu grinden, da kriegst du einen kompletten Krampf. Ja, mit Stunden kommst du auch nicht aus, dann dauert ein paar Tage, glaube ich, wenn du das normal machst. Hat ja keiner Bock drauf, ne. Und ich denke mal, einige von euch werden auch bestimmt noch ein paar Teile gebrauchen können, vor allem goldene Teile und ein paar Nitro-Mischer-Sets und Punktebrecher-Sets und was es alles gibt. In Powerboat, Jetsprint, ja gut, Monster Truck natürlich. Was fahrt ihr noch nicht? Air Race, Aerobatic, haben wir schon mal 5. Was noch? Was fahrt ihr noch? Rallycross, Rally Raid, das fahrt ihr auch nicht, ne? Ihr fahrt ja alle nur Street Race und Hypercar, richtig? Genau. Also für die ganzen Kategorien braucht ihr ein paar nice Goldteile. Vielleicht wollt ihr ja auch für dieses schöne Auto, was ihr hier hinten bekommt, für diesen schönen Bugatti Veyron Edition One, vielleicht wollt ihr dafür auch ein paar Teile noch farmen, um diesen Wagen zu bekommen. Ja, weil das wird nicht so einfach. Und wenn du in den ganzen Kategorien keine Teile hast, dann wird es sehr schwierig. Ich kann euch ja mal den Summit zeigen. Ist gar kein Problem. Ja, habe ich schon mal was vorbereitet hier. Ihr seht schon, was da drin ist, ja. Also hier oben haben wir erstens mal ein Blitzer. Wie heißt das nochmal? Insecure Blitzer. Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Da brauchst du auf jeden Fall für Drag Race einen Nitro-Mischer. Dann hast du hier eine Flucht, die in der Mitte. Und das ist eine Bootflucht. Das heißt, du brauchst mit dem Boot einen Nitro-Mischer. Dann haben wir hier einen Slalom und der ist auch auf dem Wasser. Das heißt, du brauchst auch fürs Boot ein Punktebrecher-Set. Dann haben wir hier Street Race. Okay, das werdet ihr wahrscheinlich haben. Dann haben wir hier Drift. Da könnte auch ein Set-Bonus ganz cool sein. Nitro-Mischer vielleicht. Dann haben wir hier Alpha Grand Prix. Da brauchst du auf jeden Fall ein Nitro-Mischer-Set. Und dann haben wir natürlich Monster Truck. Und bei dem Monster Truck Event ist es auch ein Zeitrennen. Also macht auch ein Nitro-Mischer-Set wieder Sinn. Dann haben wir hier noch Touring Car. Da braucht ihr natürlich auch ein Nitro-Mischer-Set. Und hier oben ist noch was Besonderes. Das kommt selten vor. Und zwar ein Live-Extreme-Event. Und da fahren wir, wie man hier schon an den Farben sehen kann, drei Kategorien. Nämlich fahren wir Hypercar, Rally Raid und... Jetzt weiß ich selber nicht. Muss ich schon mal kurz gucken. Also, ja genau, Hypercar, Rally Raid und Powerboat. Das heißt, ihr braucht einen Nitro-Mischer für Hypercar, für Rally Raid und für Powerboat und für alles andere, was ich euch gerade hier gezeigt habe, falls ihr den Wagen haben wollt. Oder halt andere Kultbelohnungen, sag ich schon, andere Platin-Belohnungen, die man jetzt hier so kriegen kann, ne? Gut, das Set da braucht ihr dann nicht mehr, aber gut, das ist verbessert. Bla, bla, bla. Es kommt ja immer was Cooles, ne? Und wie gesagt, ich habe es gestern getestet. Ich habe, ihr wisst, der Account hier, das ist so wirklich, da habe ich überhaupt gar nicht gespielt, ne? Ich habe nichts. Nichts, Digga. Ich habe gar nichts, Digga. Ich habe für Hypercar habe ich alles.
Für jede andere Kategorie habe ich gar nichts. Okay? Ich habe es gestern getestet. Bei JetSprint, ich hatte gar keine Teile bei JetSprint. Nach 10 Runden hatte ich die höchste Stufe und alle Set-Boni komplett fertig. Dann bei Air Race hatte ich schon die höchste Stufe. Nach 5 Runden hatte ich alle Set-Boni, die ich brauche. Nitromischer, Punktebrecher. Bei Powerboat hatte ich auch schon die höchste Stufe, aber ich hatte keinen Nitromischer und so und Punktebrecher. Hatte ich auch nach 5 Runden. Real Talk, ist kein Witz. Und JetSprint habe ich schon gesagt, ne? Genau. Und Monster Truck habe ich dann nämlich auch nochmal gemacht, weil für den Glitch ist ja schlau, wenn man einen Ruhmmagnet-Set hat, ne? Guckt mal letztes Video, da habt ihr gesehen, wie ich, also ein paar Tipps, wie ihr am besten mit dem Monster Truck da grinden könnt. Aber wenn ihr einen Ruhmmagnet-Set habt, geht es natürlich nochmal schneller. Deswegen habe ich es auch für Monster Truck gemacht und das hat sogar noch weniger, ich glaube 3 Runden, da war ich schon fertig. Wie geht der ganze Bums jetzt, ja? Da haben wir wieder viel lange rumgelabert. Kurz, knapp, knackig. Genau so, wie ihr das, wie ihr den Glitch jetzt quasi gemacht habt, ne? Kann ich es nochmal ganz kurz anreißen. Wer jetzt aber nichts mitgekriegt hat, dann würde ich euch bitten, guckt euch vielleicht meine beiden letzten Glitch-Videos an. Ich packe euch die Links in der Beschreibung, ne? Glitch 1, Glitch 2. Guckt euch die an, damit ihr auf dem Laufenden seid, was hier los ist, Junge. Ich weiß nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich bin selber enttäuscht von mir. Aber man kann die tatsächlich auf Glückspilz machen und auch auf Goldfinger. Ja, auf Glückspilz könnt ihr so viele machen, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Ihr seht, ich habe jetzt auf Glückspilz zum Beispiel 20.000. Ne? Also ich sag mal so, auf Glückspilz solltest du mindestens 10.000 haben. Drunter macht es jetzt eher nicht so viel Sinn. Mehr ist immer besser, ne? Mach so viel, wie du willst, bis dir das zu lange dauert. Aber du musst wirklich wenigstens 10.000 haben. Ne? Ich habe jetzt hier einfach mal 20 kurz vorhin gemacht. Und ja, ich drücke schon nebenbei hier. Weil Goldfinger, also Glückspilz, das beeinflusst die Qualität. Ne? Also je mehr Glückspilz ihr macht, umso öfter kommt Gold. Goldfinger, was ich jetzt hier gerade mache, wie wir auch hier sehen, steigert die Abwürfe von Beute. Das heißt, wenn ihr ein Rennen fahrt, kriegt ihr ja auch ganz oft, und das ist ja auch ein Problem, kriegt ihr manchmal nur 3 Teile, manchmal kriegst du auch nur 2 Teile, oder von mir aus kriegst du auch mal 4 Teile, okay, je nachdem wie lang das Rennen ist. Und wenn wir Goldfinger machen, dann kriegen wir mehr Teile. So, hier musst du aber aufpassen, dass du bei Goldfinger nicht zu viel machst, weil dann könnte euer Spiel crashen, ja. Also, ihr könnt ja erstmal, wenn ihr auf einer ganz schlechten Konsole seid, ne, PS4 von 1800 Currywurst, dann probiert das erstmal mit 2000 Kultpunkte, ne. Weil mit 2000 Kultpunkten habt ihr schon mal 200% mehr Beute. Ja, also das ist schon richtig gut. Wenn das bei euch easy funktioniert und nix, ihr glaubt, das geht noch mehr, dann macht ihr da 4000. Aber mehr nicht, ne? 4000 ist wirklich, das reicht. So, jetzt habt ihr 4000 und dann bekommt ihr jetzt 400% mehr. Das heißt, ihr kriegt fünffache Beute, ne? Also wenn ihr jetzt 2 Teile normalerweise nur bekommen würdet, dann würdet ihr jetzt 10 bekommen, ja? Es gibt aber auch Rennen, wo ihr vielleicht schon generell viele Teile bekommt. Und dann wird es irgendwann zu viel, ne? Deswegen kann das Game crashen. Also macht bitte hier nur 400. Real Talk ist reich. Ich zeige euch das gleich mal kurz bei verschiedenen Rennen. Und bei Glückspilz, da könnt ihr auch, da kannst du auch 3 Millionen drauf machen. So, das spielt keine Rolle, ne? Aber ich sag mal, mindestens 10.000 sollten es schon sein. So, wir testen das mal. Wir gehen natürlich jetzt hier wieder raus. Mir ist ja klar, ne? Über die Karte. Also, wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wie ihr die gefakten Kultpunkte bekommt, ja, guckt einfach nochmal das andere, guckt die anderen Glitch-Videos von mir, ne? Die kamen beide vor diesem hier. Am besten ihr guckt Glitch 1. Ich mag das hier in die Videobeschreibung rein, ne? Glitch 1, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wie man den Glitch macht. So, jetzt teleportieren wir uns einfach irgendwo hin, völlig egal. Manche Leute gehen auch so dann wieder, wenn die in der Map sind, wieder raus. Ich mache immer teleportieren, dann bin ich immer safe. So, welche Rennen könnt ihr machen? Also je nachdem, was ihr da jetzt fahren wollt. Ne? Bei Street Race, da würde ich jetzt empfehlen, hier Motor Trend Classic, das erste Rennen. Bei Driften, ich persönlich würde fahren Terminal D. Wo ist die Scheiße? Terminal D, das würde ich jetzt fahren. Bei Drag Race, okay, da ist wirklich scheißegal. Ne? Bei Hypercar auf jeden Fall Big Land. Ne? Big Land, Digga. Da fährst du ja nur noch geradeaus quasi, ne? Easy. Bei Rally Raid hätte ich jetzt gesagt Bayou. Bei Motocross, okay, Real Talk, da weiß ich jetzt auch nicht. Da müsst ihr einfach gucken, wo eine kurze Strecke ist. Vielleicht hier zum Beispiel, ne? White Mountains. Ihr müsst immer eine kurze Strecke nehmen, ne? Dann geht's halt schneller. Weil ihr kriegt da sowieso krasse Teile, deswegen braucht ihr kein langes Rennen fahren. Bei Rally Cross, da ist auch easy, weil da fahrt ihr einfach das hier, American Petrol, immer nur die
Skischanze runter, auch easy, ne? So, bei Hovercraft, da war, glaube ich, hier Gold Rush am besten. So, bei Aerobatics, da, ja genau, Lake Tahoe könnt ihr machen. Das ist, glaube ich, relativ viel Wasser, also viel Flachland. Und hier bei Geh an die Grenzen ist auch genau wie bei deiner Freundin, ne, auch einfach viel Flachland, ne? Beste Leben. Bei Demolition, Digga, da könnt ihr das Rennen im Kreis, wie hieß das nochmal? Genau hier, der Ring, da fahrt ihr nämlich die ganze Zeit wie ein Vollidiot im Kreis, ne, auch beste Strecke. Bei Jet Sprint ist auch einfach, Main-Hochlandhöhle, das habe ich auch gestern gemacht, wie ihr sehen könnt. Bei Monster Truck ist es ein bisschen Geschmackssache, aber ganz ehrlich, also wenn du es wirklich schnell haben willst, dann fährst du das hier, Schrott und Vernichtung. Das ist ein bisschen blöd zu fahren, das Rennen, da kann man sich öfter mal aufhängen. Alternativ kannst du machen Wild Wild West, weil da fährst du halt so einen Berg runter, Highspeed, und da gibt es halt nicht so viel, wo du gegenfahren kannst und du musst auch fast keine Kurve fahren. Bei Powerboat, Überdamm, klar. Bei Touring Car hätte ich jetzt Golden Hills Rennstrecke oder Jersey Rennstrecke genommen. Bei Air Race ist es wieder relativ klar, da würde ich empfehlen, also Marina ist gut, aber noch besser wäre Jersey, weil es geht noch schneller, ne? Ja, bei Alpha ist auch einfach, hier Jersey City, das erste Rennen, zack, fertig. Das waren alle Kategorien. Puh, okay, ich zeige euch jetzt nochmal kurz, dass ihr auch wirklich hier geile Sachen bekommt. Wichtig ist, falls ihr das nicht habt, ihr müsst auf Ass fahren, ne? Ist klar. Weil wenn du jetzt auf Normal fährst, dann kriegst du grüne Teile. Selbst mit dem Multiplikator, der muss das ja dann auf Blau und dann auf Violett und dann auf Gold hochrechnen. Dann ist es ein bisschen blöd, ne? Also macht das erstmal schön auf Ass hier und dann Abfahrt. Falls ihr jetzt noch nicht die höchste Stufe habt, ne, dann macht ihr einfach zwei Runden. Also zwei Runden reichen locker aus. Macht ihr zwei Runden auf Normal, baut die Teile ein und dann müsstet ihr eigentlich schon die höchste Stufe haben. Und dann könnt ihr dann, weil sonst könnt ihr bei Ass nicht mithalten, ne? So, na ihr seht schon, Follower macht keinen Sinn beim Rennen, ne? Genauso wie Cash. Und hier seht ihr, einige Teile, kannst du kaum zählen, weil die jetzt auf so einem Haufen zusammen sind. Und ihr seht, also das sage ich dir, das war genauso viel, wie als wo ich 10.000 gemacht habe, ne? So, ich hatte aber auch schon Runden, da kam hier wirklich fast gar kein farbiges Teil, also da kamen nur goldene Teile. Also ultra viele Teile, ne? Richtig nice. Und das meiste davon ist Gold. Ihr habt mal bessere Runden, mal schlechtere Runden. Aber ihr seht ja schon, das ist schon geisteskrank. So, ein kleiner Tipp noch hier. Wenn ihr jetzt hier so grindet, ne? Macht das jetzt so wie ich, pass auf. Wir haben das Rennen fertig. Jetzt fahren wir schnell durch die Teile durch. Guck mal, ist schon mehr Gold. Und jetzt direkt neu starten. Ne? Direkt neu gestartet. Und das sind so viele Teile, dass er noch beim Fahren einsammelt jetzt. Habt ihr aber auch gesehen, das war schon wieder mehr Gold jetzt, ne? Ja, Mahatma Glück, Mahatma Gandhi, ist klar, aber... Ja, guck mal, sammelt immer noch ein. Da habt ihr ja gesehen, das waren viel mehr Goldteile, ne? Ich sag mal, hat immer krasse Runden. Also das gerade beim ersten Mal war schon eine schlechtere Runde, ne? So, das kannst du jetzt die ganze Zeit so weitermachen, immer dann schön durchfahren und direkt neu starten. So, ich zeige euch das nochmal eben kurz auf Big Land hier, weil es ist ja eine relativ kurze Strecke, ne? Also ich glaube, ist das die kürzeste Hypercar-Strecke? Ich glaube schon, ne? Ich zeige euch auch nochmal, dass du hier auch sehr viele Teile bekommst und natürlich auch, natürlich goldene Teile, ne? Klar. So, angekommen hier und mal gucken, wie der Loot aussieht. Der schmeckt doch hier, boah, Alter, für so... Also für so ein bimmeliges Rennen ist das schon hart lächerlich. Jo, danke. Ich wollte die sowieso einsammeln. Kuss geht raus. Ja, genau. Genau. Ja. Weißt du? Und genau deswegen ist er auf Rang Star und wir alle bald auf Kult 9. 9999. Mal gucken, was er da macht. Digga, er fährt nicht mal Rennen oder fährt wenigstens mal in die Pipe rein oder so? Nee. Er wundert, ich sag's dir, das ist genau so ein Typ, der dann irgendwo in die Kommentare schreibt, ich bin immer noch nicht Kult. Ich komme gar nicht voran in dem Spiel. Zack, Junge. Also ihr seht schon, ich brauche es auch nicht weiter testen, es funktioniert überall. Ich hab's, wie gesagt, ja gestern schon bei den ganzen Kategorien gemacht. Das Einzige, was ihr, wie gesagt, beachten müsst, und das habe ich ja in dem eigentlichen Glitch-Video gesagt, eigentlich soll man kein Rennen fahren, weil es kann immer sein, dass du dann einen Fehlercode bekommst und dann sind die Kultpunkte weg. Manchmal kommst du dann auch nicht mehr so leicht ins Spiel rein, weil dann immer der Fehlercode kommt. Falls ihr auch nicht ins Spiel reinkommen solltet, weil ihr immer den Fehlercode habt, dann müsst ihr Folgendes machen, egal ob ihr auf PlayStation oder auf Xbox seid, spielt keine Rolle, das Spiel erstmal richtig schließen. Dann die Konsole ausschalten, Stromstecker von der Konsole abziehen, am besten auch bei dem Router einmal Stromstecker abziehen. Dann wartet ihr so 1 bis 2 Minuten, Stromkabel wieder verbinden bei Router und bei PlayStation oder bei Xbox. Dann PlayStation und Xbox wieder einschalten. Dann habt ihr
falls ihr das kennt, auch die Möglichkeit, den Cache zu löschen. Aber eigentlich sollte der schon gelöscht sein. Könnt ihr ja nochmal zusätzlich machen. Falls ihr nicht wisst, wie, dann scheiß einfach drauf. Und dann geht ihr wieder ins Spiel rein. Dann müsste es gehen, ne? Okay. Ich sag das aber nochmal, ne? Es kann sein, dass du jetzt hier 8 Stunden Kühlpunkte verteilt hast. Du machst ein Rennen, kriegst einen Fehlercode, ne? Ist halt ein bisschen Risiko, aber... kann funktionieren. Wie man sieht, bei mir hat es jetzt auch funktioniert. Ich habe ja auch immer noch meine Coolpunkte. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. So, seht ihr? Ist genauso wie gerade auch. Es hat sich nichts geändert. Aber es kann halt sein, ne? Also mach mich nicht dafür verantwortlich dann, ne? So Leute, das war's. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein oder Zocker. Ciao, ciao.